JFT, just fair and direct. So, jetzt werden wir es direkt nochmals versuchen, liebe Freunde des Handels und der Märkte. Ich bitte kurzerhand nochmal um Feedback, ob ihr das Bild seht und den Ton hört. Das ist jetzt gerade die Frage der Fragen, denn offenbar gab es hier ein Mic-Problem, also einen mikrofontechnischen Ausfall, weswegen wir das Ganze jetzt nochmal starten mussten. Ich will hoffen, ihr strömt wieder rein. Ich sehe auch, der Zuschauerkreis füllt sich wieder sichtlich. Die Preisfrage bleibt trotzdem, ob der Ton jetzt da ist. Gebt mal kurz ein Feedback. So. Alles sichtbar und hörbar. Na, so ein Glück. Das ist im Zeitalter der Technik dann doch immer wieder mal fraglich, warum es bei euch nicht ankam. Ich hatte grüne Ausschläge und Gott sei Dank kam in den Chat ja die Message, ich höre und sehe nichts und deswegen immer wieder etwas müßig immer zu fragen, hört und seht ihr mich? Aber in der Tat, ich hatte schon Webinare, da habe ich einfach losgelegt und da gab es eben genau so einen Tonbug, den man sich nicht erklären kann. Obgleich, wie gesagt, bei mir die Ausschläge da waren. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft und auch der Kreis klickt nochmal auf die Anmeldung. Ich sehe gerade, wir werden jetzt wieder voller und voller. Also insofern freut es mich, dass alles geht. Mit kleinem Delay starten wir jetzt durch. Technische Bugs, nun ja, das sind die Dinge, die wir uns manchmal im Zeitalter der Digitalisierung dann doch nicht aussuchen können. Aber wir sind ja froh, dass wir da sind. Und insofern möchte ich kurzerhand nochmal den Start-Slide aufrufen. Wo seid ihr? Um was geht's? Jawohl, herzlich willkommen zur Cluster-Analyse inklusive Trading, aktueller Trading-Ideen, um hier euch abzuholen. Und ihr seht, dass an meiner Seite ist wieder der liebe Bernd am Start, sodass wir nicht wie zuletzt das ganze Single durchzogen. Aber ich denke, ihr habt im letzten Monat auch ein Stück weit was mitnehmen können. Das war meines Erachtens auch wieder ja ein Rundumblick um die Märkte. Und so soll es heute auch sein. Bernd wird sich dann zum Ende hin dem Devisenmarkt etwas zuwenden. Ich mache jetzt erstmal den Grobblick für eben sozusagen die diversen Märkte, allen voran die Indizes und dann auch die ein oder andere Aktie. Alright, wir sind wie gesagt da, ihr könnt es hören und insofern hier ein Welcome nochmals und der wichtige Hinweis, klarerweise Leute, passt auf, wenn ihr handelt. Haltet euer Risiko im Griff, sorgt dafür, dass ihr keine, sage ich mal, wie sagt man so schön, Schwarz- oder Rot-Sequenzen, Rot-Sequenzen fahrt. Ja, also ganz wichtig an der Stelle, immer das Risiko im Griff zu halten und an der Stelle auch genau zu wissen, wo man sein Risiko setzt. Und ihr dürft das eben, was wir hier sozusagen ja vorturnen bzw. analysieren, nicht als Handelsempfehlung ansehen. In dem einen oder anderen Asset bin ich selbst investiert, was hier behandelt wird und das allen voran natürlich keine Befangenheit darstellen soll, aber natürlich auch hier möglicherweise die Subjektivität einschränkt. Nichtsdestotrotz, ich orientiere mich ja hier anhand der Charts und auch das solltet ihr tun. Das als kleine Info direkt mal vorab und jetzt sehe ich, dass wir ja immer und immer voller werden. Danke auch für den Hinweis. Und jetzt kam das Feedback eben reichhaltiger rein, dass der Ton jetzt endlich da ist. Und da wollen wir auch anfangen. Wir sehen jetzt hier gerade Euro-Dollar, darum sollte es nicht gehen. Aber da der Hinweis, wir haben morgen das Devisenradar um 11 Uhr. Hier Handel starten bzw. Wissen erlangen als Point of Contact für euch mit dem Hinweis der Events heute noch und auch natürlich morgen. Ich weise hier nochmal auf das Webinar mit dem lieben Dennis hin. Heute ein Auftakt. Wir promoten das noch nicht so aggressiv, denn das ist ja alles im Anlaufen. Ihr kennt es vielleicht noch, den Dennis aus früheren Zeiten. Ich schicke euch direkt mal den Link rein. Wer heute Abend 18.30 Uhr und zukünftig ab jeden Dienstag Zeit hat, kann hier unserem ja wieder im Team befindlichen Dennis Görtler da auf jeden Fall beiwohnen. Link ist im Chat und ansonsten jetzt direkt mal auf die Märkte geschaut. Wie gesagt, ich möchte zu Beginn auf die Indizes eingehen und da ist sicherlich euer Liebling der DAX, möchte ich mal meinen, vermute ich an der Stelle, obgleich auch hier der Hinweis, gerade wenn man Clusteranalyse vollzieht, ohnehin der DAX mit wenigen Indizes vergleichbar ist, weil er eben ein Performance, ein gehypter, ein gepimpter Index ist. Hier ist es zweckdienlich, durchaus den Kursindex zu nehmen von DAX. Und auch den können wir uns dann gleich mal anschauen. Nur, wenn ich das große Bild will, dann schaue ich hier an der Stelle natürlich auf den breiten S&P 500 Index, der auch gerade im Terminmarktbereich hier die
ja, sage ich mal, Marschrichtung vorgibt, denn das ist der Future, der hier im Indexbereich am meisten gehandelt wird, am liquidesten ist und sozusagen dann auch hier kasamarkttechnisch immer wieder natürlich so ein Stück weit ja das Verhalten der Märkte widerspiegelt. Und wenn wir jetzt den Index uns anschauen, dann haben wir auch zur Vergangenheit hier diesen Durchbruch schon mal thematisiert, hier diese Unterstützung und auch die negative Saisonalität. Und da sind wir auch im Thema der Cluster-Analyse, denn ihr wisst das, wir nutzen unseren Seasonal Bull oder aber auch unseren Seasonex im Rahmen eben von Software-Features, die uns hier ermöglichen, da ein Stück weit in dem Einklang der Märkte zu sein, wenn es um Saisonalitäten geht. Und hier, das ist so ein Stück weit der Sinn und Zweck der Cluster-Analyse, dass man am Ende des Tages versucht, Sammelpunkte zu finden, Kreuzschnittstellen, die bestimmte Impulse initiieren können, die eben auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis mit sich bringen. Und beim S&P sehen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt das Ganze auch indexieren, mal hier auf die jüngsten Verläufe gesehen und auch auf den Zeitpunkt zur Monatsmitte Oktober, was uns da bevorstehen könnte. Einerseits sehen wir hier den Worst Case mit Blick auf die letzten 95 Jahre. Es droppt nochmal nach unten. Kürzen wir das Ganze auf die letzten 25 Jahre zusammen und insbesondere auf die letzten 10, sehen wir, dass wir jetzt grundsätzlich schon in einem möglicherweise steigenden Fahrwasser sind. Und das ist schon mal eine Indikation, ein Cluster, den wir im Hinterkopf haben, um am Ende des Tages den Index einzuordnen. Und wir sehen beim Index selber, hatten wir hier den klaren goldenen Cross vollzogen im Frühjahr, klar deswegen, weil es zuvor schon wochenlang seitwärts ging. Und Golden Cross, für den, der es nicht kennt, auch das ist so ein Cluster-Effekt. Das ist simpel gesprochen die Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte und hier sind wir EMA 50, exponentiell gewichteter 50er gleitender Durchschnitt und der EMA 200. Und diese beiden sind eben hier als Death und Golden Cross bekannt, wenn sie denn hier Signale liefern und freilicherweise ist in Seitwärtsmärkten der Trendfolgeeffekt von gleitenden Durchschnitten an ACTA zu legen. Und da gebe ich auch den Tipp, Leute, wenn es eben im Rahmen von den beispielsweise Death Cross oder Golden Cross Indikationen geben soll, immer mal auch im Hinterkopf halten, dann aber auch gern hier neue Hochs oder neue Tiefs adaptiert. Ja, das heißt, wenn es so einen Cross gibt, wäre es wichtig, dass dann in die Trendrichtung entsprechend ein weiterer Bewegungsimpuls erfolgt, um neue Tiefs zu machen oder dann eben in dem Fall neue Hochs. Als es den Golden Cross hier im April gab, da hat man gesehen, da sind wir so ein Stück weit noch mittendrin gewesen. Die GDs liefen ja auch seitwärts seit mehreren Wochen. Doch dann kam es hier mit Verzögerung wohl bemerkt und das ist ein ganz interessantes Widerstandslevel, den der Index ja bis dato noch nicht mehr erreicht hat wieder im Rahmen eines Pullbacks. Das ist nämlich hier das Level von 4.165 Punkten. Dieses Niveau wird der ein oder andere Zuschauer auch bereits wissen, haben wir schon immer wieder hier im Fokus gehabt. Das ist eindeutig eine wichtige Schlüsselmarke, so kann man es sagen. Und genau diese Marke wurde eben nach oben aufgelöst. Hier im Mai, was dann dazu führte, dass dieser Golden Cross sich auch letztlich entfalten konnte. Und jetzt haben wir auch im Sommerverlauf und auch torpediert durch die ganzen Rahmenbedingungen, die wir ja weltweit erleben, dann eine Abwärtsphase erlebt. Jetzt muss man natürlich sagen, von wo kommt der Index? Ja, vom Tief Oktober bis eben hier zum Hochpunkt im August dürfen wir jetzt einfach mal die Projektion starten. Und der Index ist ja 27% gefallen und mittlerweile auch schon wieder indexbezogen 32% nach oben gepumpt. Und das bedarf natürlich hier und da auch einer kleinen Konsolidierung, die jetzt aber auch schon hier nahezu im zweistelligen Bereich ablief. Ja, wir sehen hier, der S&P verlor hier vom Reaktionshoch, was wir im Juli gesehen haben, dann praktisch schon rund 9%. Das ist ganz gesund. Und hier können wir jetzt auch sozusagen mit dem Cluster arbeiten. Das heißt, hier arbeite ich mit Fibonacci, inklusive dessen, dass wir ja praktisch die Saisonalität auch schon im Hinterkopf haben. Und da können wir uns jetzt einfach am Rahmen der Proportion auch nochmal orientieren. Wo legt man Fibonacci an? Auch hier gibt es verschiedene Arten, Methoden und Vorgehensweisen. Ich gehe an den letzten Ausgangspunkt der Bewegung, der praktisch Startbewegung, inklusive auch hier, wo dann der Golden Cross erfolgte. Das ist sozusagen der Impuls, den ich nutze, um Fibonacci aufzulegen. Das Ganze in einem logarithmischen Chart dann auch noch logarithmisch eingestellt. Seht ihr,
fallen die Level leicht in eine andere Richtung. Die Marker setzen wir mal nach rechts. Und dann haben wir hier sozusagen die Fibo-Levels, die uns praktisch zusätzlich nochmal vermitteln, im Rahmen der Proportionslehre, wie weit ist denn der Index eigentlich zurückgelaufen? Freilicherweise sieht man das auch ganz ungeschminkt mit Blick auf den Chart. Nur hast du hier die Proportionen. Und idealerweise wird eben ein Konsolidierungsverlauf recht frühzeitig aufgefangen. Und die Proportionen anhand von Fibonacci teilen sich eben in verschiedene prozentuale Verhältnisse auf. Der goldene Schnitt lässt hier grüßen. 38,2, 61,8 sind sozusagen hier Key Levels und dieses 50er-Niveau ist sozusagen die goldene Mitte. Und wir sehen, der Index hat hier praktisch noch nicht mal das 50er-Niveau erreicht, sondern vielmehr hier schon rund um den 38er-Bereich eine Stabilisierung erfahren. Jetzt haben wir grundsätzlich positives Trendmomentum, wir haben grundsätzlich positive Saisonalität und wir haben eine Stabilisierung hier auch am EMA 200 gesehen, also hier an dieser grünen Linie, das ist der EMA 200 und zusätzlich eben diese untere Trendlinie auch noch sozusagen verteidigen können. Es war ein Tauziehen, wie wir sehen, aber der Index hat schlussendlich seinen Impuls geschafft, nur wird jetzt, und das ist das Wichtige für die nächsten Tage, beziehungsweise auch für die kommenden Handelszeiten, dass der Index natürlich hier jetzt zwischen dem EMA 50 rote Linie, EMA 200 grüne, mehr oder weniger auch wirklich Stabilisierung findet. Und das eigentliche Kaufsignal, das wird meines Erachtens erst getriggert, wenn wir über die 4438, 39 rausgehen. Ja, da haben wir dann auch gleichzeitig diese Abwärtstrendlinie hier von oben kommen seit dem Sommerhoch. Und das ist etwas, was man sich sozusagen merken sollte. Dieser Bereich hier auch ein Kreuzwiderstand. Ja, Cluster schlägt Cluster an der Stelle. Das heißt, wir haben hier den Index im Konsolidierungsmodus und haben hier praktisch eine Schwächephase, eine gesunde Konsolidierung, die jetzt aber tatsächlich am Ende reif sein könnte. Der eigentliche Kauftrigger ist aber meines Erachtens tatsächlich erst, wenn der Index hier sich über die 4440, machen wir es einfach rund, über die 4440 erhebt. Erst dann wäre meines Erachtens der Trigger für weitere Aufschläge geben und infolgedessen der Index dann bereit, weiter aufzudrehen. Das wäre sozusagen das bullische Szenario, was auch trotz der negativen Rahmenbedingungen und dessen, was wir sozusagen immer wieder hören und erleben, das präferierte Szenario, Jahresabschlussrallye lässt grüßen und dann kann der Index hier tatsächlich weiter emporlaufen, idealerweise. Sollte es natürlich anders kommen und sehen wir hier ein Öldrama, aufgrund des Konflikts und Krieges jetzt mittlerweile im Gazastreifen, beziehungsweise hier auch weitere Eskalationen ihren Einzug finden. Ich meine, die Ukraine ist ja mittlerweile fast schon, ja, wie das in der menschlichen Medienlandschaft so ist, teilweise schon eine Tagesmeldung wert oder beziehungsweise eine fortlaufende Dokumentation und man nimmt es sozusagen wahr als etwas Gegebenes, was praktisch schon nahezu normal scheint. Obwohl das natürlich besorgniserregend ist, aber faktisch hat das natürlich jetzt dann die Märkte, gerade auf die Ukraine bezogen, jetzt nicht so torpediert, wie man das hätte eingangs erwarten können. Man muss auch warten, wie sich dann praktisch der ganze Konflikt eben rund um Israel jetzt entwickelt, beziehungsweise wie er weiter eskaliert. Denn natürlich hat das ganz krasse Konsequenzen möglicherweise für den Ölmarkt. Und da sind wir dann natürlich beim Thema, wo wir auch das Öl nochmal anschauen dürfen und können. Aber auf den Index bezogen, Konsolidierung läuft. Die Marke oben ist gesetzt. Im Ausdehnungsfall, und das wäre natürlich entgegen der Saisonalität, wenn wir jetzt in das Q4 weiter schwächer laufen, wäre ich meines Erachtens vorsichtig, wenn wir die 4300 nochmal auflösen, beziehungsweise das Tief der letzten Woche sozusagen rausnehmen. Und dann seht ihr ja diesen Abwärtstrendkanal, der dann am Ende des Tages weiter befeuert werden dürfte, um hier dann möglicherweise auch wieder die Tiefs hier von Anfang des Monats auszuloten, / die untere Trendlinie und dann sogar hier in das 50er-Level reinzulaufen und das von mir vorhin schon genannte Unterstützungslevel von 4165 anzusteuern. Das wäre Plan B für den Fall, dass wir ein neues Tief sehen. Dann wäre auch hier die Symmetrie fallender Tiefs inklusive fallender Hochs, also mal ganz simpel gesprochen, die Markttechnik, wie sie im Buche steht, ja, dann hätten wir hier praktisch tatsächlich diese Sequenzen, wo man den Markt ja dann weiter nach unten zeichnen müsste. Ja, ob das natürlich dann reicht, hier
den direkten nächsten Sell-Off zu initiieren, muss man abwarten. Aber das sind mal die charttechnischen Marken. Jetzt sehe ich, der liebe Bernd ist auch schon zugegen. Ich muss mal gucken, ob er sein Mic angeschaltet hat. Ich würde mal auf Aktivieren klicken und den Bernd ganz herzlich begrüßen. Ja. Hallo Chris und ich grüße in die Runde. Kann man mich hören? Ja, wunderbar. Ich hoffe, man kann dich hören. Also ich kann dich hören. Vorhin habe ich mich selber auch gehört und die Ausschläge gesehen, aber der erlauchte Teilnehmerkreis nicht. Insofern hoffe ich mal auf ein Feedback auch von dem Zuschauerkreis nach dem Motto, ob ihr den lieben Bernd hören könnt. Und Bernd, wie siehst du denn die Indexlage? Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Spezialgebiet oder wahrscheinlich für dein Aktienportfolio irrelevant, weil du Nvidia und Apple schon in den frühen 2000ern gekauft hast und praktisch die Goldkuh vor dir hertreibst. Aber wie ist es denn mit den Indizes? Ja, wenn das alles so schön wäre. Nein, Aktienindizes, natürlich haben die immer wieder Schwächephasen. Das Spannende ist ja für mich der Devisenmarkt, der also wirklich wesentlich spannender ist. Das Thema Aktien und Index-Trading, das habe ich, wie soll ich sagen, schon vor längerer Zeit eingestellt. Und ich konzentriere mich auf dividendenstarke Titel und die lasse ich in meinem Portfolio. Und alles andere ist dann Daytrading und ja. Ja. Obgleich, Bernd, für unser Swing Trading läuft der auch. Ja, Swing Trading, also natürlich, logisch, ja. Aber ich bin nicht mehr. Nein, also das Portfolio besteht natürlich aus Aktien und aus Indizes. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch Dividenden werden wieder gezahlt. Aber das reine Trading an sich ist ja eher so ein Tagesgeschäft oder Swing Trading mehrere Tage. Das ist immer noch faszinierend. Aber wie gesagt, on the long run, Aktien und Indizes, oder? Macht man nicht falsch. Zumindest ist es natürlich in den letzten Jahrzehnten das Best Case oder auch auf die letzten, ja, sage ich mal, 200 Jahre gesehen. Aber wiederholt sich die Geschichte immer gleich. Ich denke natürlich, mit Sachwerten hat man hier auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man an den Märkten agiert. Das ist, glaube ich, unstrittig vielmehr. Und klarerweise der Index jetzt technisch in der Konsolidierung. Es kommt immer darauf an, wie alt man ist, Chris. Ach so. Ja. Meinst du? Ist das so? Ja, ich glaube schon, ja. Okay, das ist mal eine Ansage. Es ist natürlich auch, Alter ist hier relativ, ne, muss man ganz klar sagen, weil heutzutage natürlich die Quoten ja auch, sag ich mal, die Quoten, von was reden wir hier? Also der Altersdurchschnitt klarerweise tendenziell gestiegen ist, wobei ich erst unlängst las, dass er wieder in einigen Industrieländern rückläufig war. Also wir waren ja hier bei Werten in Richtung jeweils Frau und Mann auch noch unterschieden, aber tendenziell immer weiter steigend im großen Average, also deutlich über 70 Jahre, Richtung 80. Es hat sich aber wieder in den letzten, das mag auch so eine Corona-Indikation gewesen sein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wieder ein Stück weit rückläufig entwickelt. Das ist aber schon zu lange her, aber sei es drum. Man muss natürlich auch immer wieder berücksichtigen, wie viel Zeit man am Ende mitbringt, ne? Klarerweise. Ja, absolut, ja. Okay, Bernd, wie gesagt, hast ja schon deine Faszination für die Devisen so ein Stück weit geteilt. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich gleich dann Einblicke bekommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, neben dem Index auch noch 2, 3 Aktien dabei, die wir uns anschauen. Hier auch Norfolk Southern. Wer es nicht kennt, kann auch hier bei Stock3 relativ simpel einerseits eine, sag ich mal, Fundamentalbeschreibung aufrufen, aber andererseits natürlich auch den Wert hier mit News und Analysen befasst wissen. Wir wollen jetzt gar nicht auf den Zweck und Kern der Gesellschaft eingehen, sondern im Rahmen der Cluster-Analyse mal ganz simpel, ja, die technische Situation einfangen und auch das große Bild in dem Fall, dass wir hier eben sehen, woher die Aktie kommt, wie sie läuft. Frage vielleicht da vorweg, wer kennt denn diese Aktie? Vielleicht, Bernd, hast du auch schon was von diesem Titel gehört? Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, aber lass doch mal wissen, ob da eine, vielleicht hast du gerade im Portfolio, eine Kenntnis vorliegt sozusagen. Also bei mir nicht, aber ich bin immer gerne offen für. Ja, du schon im Seasonax. Ja, ja, das ist, Wenig überraschende Aktie, die jetzt auch in Q4 relativ stark ist, aber eben auch außerordentlich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Das heißt, sie pumpt hier tatsächlich gerade Ende Oktober nach oben. Und wenn man auch die Indexierung rausnimmt, gut, da sind wir auf 41 Jahre gesehen,
wenig überraschendem Zeitalter der dynamischen Zahlen natürlich von links unten kommen nach rechts oben. Es gibt auch Preischarts, die sehen anders aus, aber in der Regel ist das ja der Weg einer Aktie. Wie Bernd auch schon sagte, gerade langfristig plus Dividenden natürlich eine sehr gute Wahl. Aber wir sehen hier eben bei der Norfolk ein interessantes Niveau, wo die Aktie sich praktisch vorbereiten könnte für einen nächsten Pump. Und das ist jetzt das, wo wir so ein Stück weit reinschauen. Jetzt muss ich mal oben den richtigen Button wieder erwischen. Da habe ich sie. Denn wir sehen, dass die Aktie sich hier im Tageschart tatsächlich in einer klaren Konsolidierung befindet und das auch noch schon länger und größer als manch andere Index oder auch Aktie als solches. Und hier ganz simpel gesprochen, klarer Abwärtstrend ist auch intakt, kann man auch einen Trendkanal draus machen, sodass man sieht, die Aktie ist im Prinzip noch nicht raus aus dem Gröbsten. Jetzt gab es zuletzt aber hier einen starken Pump, nur vergleichbar auch beim Vergleich mit dem S&P 500 Index. Wir haben hier die Sequenz fallender Tiefs und fallender Hochs. Jetzt mal grob so gezeigt, ist jetzt zunächst erstmal möglicherweise eine Erholung denkbar. Die Frage wird eben nur sein, reicht es auch, um diesen Abwärtstrend zu brechen? Und die kurzfristige Spekulation darf, auch gerade wenn der S&P 500, wie gerade gesehen, nach oben rauszieht, darf durchaus die sein, dass dass die Aktie jetzt hier etwas weiter an Fahrt gewinnt. Wichtig wird am Ende sein, natürlich, was sie hier oben in dem Bereich tut. Ja, also wenn wir dann in Richtung 225, 230 Dollar gehen sollten, jetzt gerade im nächsten Monat, beziehungsweise zum Jahresausklang insbesondere. Aber wir sehen ja, dass rein saisonal die Aktie hier tatsächlich vor einem Pump steht. Und ich möchte deswegen die Aktie vorstellen, denn wir haben eben hier auch jetzt gerade einen Widerstandsbereich vorliegen, der auch wieder schön sichtbar wird, beziehungsweise ist. Das heißt, hier unmittelbar, jetzt darf man sich aussuchen, ob man das Niveau 211 oder 212 Dollar nimmt. Gern auch meinerseits immer wieder auch mit diesen breiten Bändern gearbeitet. Nur ich lege ja in letzter Zeit auch immer gern die klaren Triggermarken fest. Aber man darf das mal so darstellen, dass wir im Prinzip hier vorausliegend einen kleinen Point of Contact haben, der diesen Erholungsimpuls, den wir jetzt nach dem neuen Mehr, und da muss ich mich wirklich rausscrollen, nach dem neuen Mehrjahrestief, und da waren wir auf den Niveaus von eben 2020 schon zurückgefallen, ja, also hier zuletzt 2023, das war das Reaktionstief, und jetzt ging es dann nochmal eine Etage tiefer, was ja per se diesen Abwärtstrend ja grundsätzlich bestätigt. Nun denn, hier jetzt die Frage, was die Aktie im weiteren Verlauf machen wird. Ich vermute, wenn wir weiter positive Indikationen erhalten, die Aktie praktisch den Widerstand testet und eben hier den Weg, gerade im Rahmen der bullischen Saisonalität, in Richtung der Hochs vom Sommer, Juli speziell macht. Das heißt, hier werden wir bei 235 etwa gesiedelt und auch hier können wir dann praktisch so ein Stück weit rüberziehen. Ein Cluster-Widerstandslevel, was meines Erachtens das spekulative Zielniveau wäre, sofern die Aktie jetzt hier wirklich nach oben pumpt. Wenn es natürlich gelingt, die Abwärtstrendlinie, und schaut es an, die hat schon einige Auflagepunkte, also die hat auch subjektiv von mir natürlich in den Chart gepinselt, dennoch ihre Relevanz und hat natürlich unter Beweis zu stellen, ob sie nochmal als Widerstand wirkt oder nicht. Und wenn sie die Aktie rausspiked, das wird man sehen, muss ich eben zeigen, dass es dann den eigentlichen Kauftrigger gibt, wenn wir das letzte Reaktionshoch rausnehmen, eben hier vom Sommer und dann oberhalb von 240 Dollar, wäre meines Erachtens natürlich dann auch klar der Abwärtstrend gebrochen. Aber kurzfristig gesehen, hier Norfolk im Auge behalten, die Aktie selber auch bei uns handelbar, bei JFD klarerweise, hier neben dem Webinar, was ich ja vorhin schon in den ETH streute vom lieben Dennis heute, dann immer wieder auch hier bei unseren Handelsstarten beim kostenlosen Aktienhandel reingeklickt und dann könntest du auch die Werte entsprechend suchen. Soll ich direkt nochmal klicken, wie war das gleich? Kontraktangaben und dann hast du hier praktisch die mögliche Ländersuche oder aber auch eben speziell nach Aktien. Und dann darfst du hier dich umsehen, was es da sozusagen gibt. Und wie gesagt, Aktien natürlich auch auf der Short-Seite durchaus interessant. Dafür bei uns im Hause die CFDs natürlich beliebt. Das heißt, wenn die Aktie jetzt hier ins Stocken geraten sollte, ja, wir sehen ja hier einen kleinen Dip vielleicht, dann kann man auch davon ausgehen, Trend folgend, gerade die gleitenden Durchschnitte, ihr seht das EMA 200, EMA 50 ganz klar nach unten aufgefächert. Auch wenn ich mir den Rainbow jetzt mal reinhole, um ein bisschen farbfrohe, sage ich mal,
zu gestalten. Schwupp, ja, dann sehen wir hier, dass es tatsächlich das Trendmomentum abwärts gerichtet ist, die Aktie aber immer sehr gern spiked in Richtung Norden. Und das ist das, wo ich sage, wenn die Erholung weitergeht, kann man sich gut vorstellen, dass sie eben hier die Trendlinie und eben auch die 238 antriggert. Ob es für einen Durchbruch reicht, das muss man mal sehen. Aber grundsätzlich hat die Aktie hier zumindest den Drive, genau das zu tun. Wird sie hingegen abgewiesen? Ich würde sogar meinen, wenn wir hier die Tiefs der Vorwoche rausnehmen, jetzt muss ich mal schauen, das wäre der 10., 11., 13. war der Freitag. Ja, man kann auch schon dieses Level hier direkt identifizieren. Ich will mal behaupten, unter 200 wird schon ein bisschen rutschig. Ja, also wenn wir tatsächlich jetzt hier die 195 aufgeben würden, dann hätte das meines Erachtens schon ein Geschmäckler, wo ich sage, eieiei, dann stehen die letzten Tiefs sicherlich auf dem Kurszettel und auch dann eben möglicherweise der Test dieser unteren Trendkanallinie, ja, die jetzt nicht ganz so viele Berührungspunkte hat wie die obere. Hier kann man auch ein Stück weit adjustieren, mit der Trendlinie spielen, ob man jetzt hier genau die Tiefs erwischt, also sprich hier die Tiefs vom September letzten Jahres und hier vom Oktober 22 oder halt, das war ja 21 sogar schon, also September 21, Oktober 22, dann hätte man natürlich hier auch noch ein Stück weit mehr nach Luft nach unten oder ob man eine zweite Linie einfährt, die dann hier die kurzfristigere Abwärtsstrecke symbolisiert. Aber schlussendlich hier eine Aktie gegen den Trend, clustertechnisch in jedem Falle vor einem möglichen Erholungsimpuls aufgrund der Saisonalität. Und hier kann es dann auch am Ende des Tages zu mehr kommen. Ich bin in der Aktie nicht investiert, habe sie aber auf der Watchlist, weil grundsätzlich technisch ganz spannend und im großen Bild, da will ich jetzt mal ein Stück weit rausscrollen, ja, ist es natürlich so, dass wir hier auch an einer Zone sind, die schon vor vielen Jahren, wohlbemerkt vor Corona, also hier 2019, frühere Allzeithochs, hier immer wieder eine gewisse Relevanz hatte. Und das ist schon ein Level, wo ich jetzt mal mit einer breiten Unterstützungslinie herkomme, was hier um die 187 einst eine Supportzone war. Und hier eben auch, wenn ich ein Stück weit höher gehe, zumindest eine Price Action vollzogen wurde, die, wenn denn die Aktie sich jetzt hier wirklich hält und stabilisiert, genügen könnte, um hier neue Impulse auf der Oberseite zu liefern. So, jetzt habe ich mich relativ lange an der Aktie ausgelassen, aber ich will euch ja auch da mal ein Stück weit den Einblick liefern. Ich speichere mal gleich mal ab, um eben auch hier interessante Titel aufgerufen zu wissen. So, jetzt habe ich noch einen weiteren Titel, den wir uns anschauen. Rio Tinto ist es nicht, sondern vielmehr die Morphosis. Und die wird der ein oder andere auch kennen. Hier auch im Monatschart. Die Aktie, ein Drama. Ich hatte sie auch im letzten Jahr meines Erachtens oder auch der Christian Braun damals hatte die Morphosis meines Erachtens im Auge. Da war sie hier nämlich, ich müsste jetzt lügen, in jedem Fall hier in diesem Bereich irgendwo zwischen 40, 45 Euro. Und wir sehen, die Talfahrt ging weiter. Spannend aber hier, Leute, schaut euch das an. Die Aktie ist tatsächlich am Bereich, und das ist eine Nachfragezone, das ist natürlich ellenweit her, ja, über ein Jahrzehnt, aber die Aktie ist nicht einstellig geworden, also unter 10 Euro gerutscht. Die Aktie hat sich hier tatsächlich, und da sahen wir hier auch schon Spikes immer wieder im Jahr 2008, 2009, die ist ja relativ stabil durch die Finanzmarktkrise gekommen, muss man sagen. Schaut euch andere Aktien an. Aber dieses Niveau hat hier tatsächlich der Aktie genügt, um Ende letzten Jahres dann wieder aufzudrehen. Und in der Morphosis bin ich tatsächlich investiert und warte mal ab, was passiert. Die Aktie hat ein schlechtes Management erfahren, hat natürlich auch als Biotech-Konzern gewisse Produktpipelines, die die Aktie enorm hypen, beziehungsweise auch ganz schnell in die Versenkung bringen können, gerade wenn die Pipeline etwas enger gestreut ist. Schlussendlich wurden ja einige Fehler gemacht und die Aktie wurde eben massiv abgestraft. Und interessanterweise auch hier, weil wir so weit zurückgehen, es ist ja auch ein Wert der Dotcom-Blase. Ihr seht das hier mega spannend. Kurz vor dem Höchststand der 2000er Jahre hat die Aktie dann abgedreht. Ja, und das ist natürlich ja auch wieder mal ein mega interessanter Cluster, denn du hast hier eine frühere Preiszone erreicht oder die Aktie hatte diese erreicht und wurde dann an diesem Niveau ganz klar auf Monatsbasis abgewiesen. Nun ja, jetzt hat die Aktie ihren Rücklauf gefunden und ist aber gerade mit
Blick auf Monatsbasis, Big Picture, durchaus noch im Abwärtstrend gefangen. Wir haben aber, oder vielmehr die Aktie hat es geschafft, hier weiter nach oben aufzudrehen. Und was einst ein Widerstand war, hier um die 23 Dollar, eine Unterstützung gefunden. Und die laufende Bewegung ist auch wieder aufgefangen worden. Wir haben sozusagen ein Pullback vollzogen. Da können wir jetzt auch direkt dann nochmal tiefer in die Aktie reingehen. Ja, mal auf den Tageschart sehen wir hier, dass die Aktie da zurückgekommen ist. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie es sich ausgeht, wenn die Aktie den Widerstand, und das kann man hier an der Stelle gleich mal triggern. Moment, jetzt ist jetzt die rote Linie, kleiner Blick. So. Wenn die Aktie hier in diesen Widerstandsbereich vordringt, 26,70. Dahingehend spannend, weil wir haben auf der Unterstützungsseite eben hier eine schöne Nachfragezone entwickelt. Cluster deswegen, weil es nicht nur eine Unterstützung ist, sondern eben auch aus 2008 herkam. Und jetzt können wir auch nochmal die Saisonalität zur Morphosis abfragen. Da haben wir sie sogar schon, 24 Jahre. Interessant, schaut euch das an. Diese Aktie hat jetzt nicht wirklich den Bias mit Blick auf die letzten 10 Jahre oder auch auf Alltime hier signifikant aufzudrehen, ja, sondern die schiebt sich eher seitwärts. Und das ist jetzt so ein Stück weit das, was es auch zu vermitteln gilt, denn die Aktie ist übergeordnet noch im Abwärtstrend. Die Aktie ist ausgebrochen, hat hier die 23,16 Euro getestet. Hier sehen wir auch sehr schön die früheren Hochs, die Kursspitzen, interessantes Level. Und hier wird sich jetzt entscheiden, wie die Aktie praktisch meines Erachtens sich weiterentwickelt. Wenn sie hier rausgeht über die rund 27 Euro, dann haben wir hier sicherlich gutes Momentum, auch neue Mehrmonatshochs zu machen, beziehungsweise überhaupt wieder dann auch in Richtung der langfristigen Abwärtstrendlinie anzusteigen, also deutlich Boden gut zu machen. Oder aber, und da torpediert die Saisonalität tatsächlich entgegen dem breiten Gesamtmarkt, dass die Morphosis hier möglicherweise wieder scheitert und nach unten abzudrehen beginnt und ergo auch ihre große Schwächephase weiter fortsetzt. Das kann man nicht ausschließen. So, wie wären denn deine Tendenzen, Bernd? Kennst du die Morphosis überhaupt noch aus früheren Zeiten? Bist du überhaupt noch da, Bernd? Ich habe die ganze Zeit meinen Monolog vollzogen, verzeih mir. Nein, Christo, wie du redest, ich bin immer wieder fasziniert von deinen. Du könntest, glaube ich, 5 Stunden Vortrag halten und alle würden dir immer noch zuhören. Ja. Danke für die Blumen, lieber Bernd. Na, wirklich. Lustig. Also, nein, es ist wirklich wahr. Man kann dir zuhören, wie als wenn du aus einem Buch vorliest oder keine Ahnung. Das ist wirklich. Obwohl ich ein bisschen schneller gesprochen habe, sagst du. Ja, war egal, aber du hast eine Gabe für solche Sendungen und Webinare und macht mich ein bisschen neidisch. Meine Güte, Bernd, dass ich das aus deinem Wort höre oder aus deinen Worten erklingen höre, das ist ja unglaublich. Aber danke für die Blumen, Bernd, das freut mich natürlich außerordentlich. Aber man, weiß nicht, es ist halt etwas, wo ich sage, man wächst an den Aufgaben. Man wächst an den Aufgaben und es macht unglaublich Spaß und am Ende des Tages ist es ja das, was man sozusagen zur Leidenschaft im positiven Sinne gemacht hat. Die Marktanalyse oder auch die Bewertung von Aktien im Rahmen der Massenpsychologie ist einfach nur sensationell. Wenn man ein Stück weit eben versteht, dass das eine oder andere eben kombinierbar ist, ja, und eben dieses Cluster-Thema, ich habe jetzt nicht zu viel mit Fibonacci gespielt, ich würde es aber hier gerne dann abschließend auch nochmal auflegen. Es geht eben darum, dass man diese Cluster-Level identifiziert und das kann man eben mit der Saisonalität kombinieren, wie eben beispielsweise auch mit dem Seasonable oder Seasonex, ja, und da gebe ich euch einfach den Tipp, Leute, viele nutzen es einfach nicht, obwohl am Terminmarkt, und da hatte ich jetzt unlängst auf der Mitgliederversammlung in Stuttgart, Vortrag in München und wer von euch aus dem Raum Nürnberg kommt, Mitte November bin ich auch nochmal in Nürnberg mit einem Vortrag rund um KI, wo es aber auch um Saisonalitäten geht, dass man eben hier ein Stück weit versucht, nicht nur klassische technische Analyse oder Fundamentalbeschau zu betreiben, sondern am Ende ja auch schaut, wo lassen sich denn Eckpunkte finden, Schnittstellen, wo lässt sich denn der Markt am Ende gut einfangen? Und darum geht es doch auch, dass wir hier ein Stück weit Education vermitteln für euch und eben für die Zuschauer. Und wenn das natürlich noch Spaß macht, umso besser. Beziehungsweise wenn, und das haben wir alle erlebt, Bernd, es gibt natürlich auch Vortragende, wo man aus dem Raum rennt. Gott sei Dank
ist das bei mir glücklicherweise wohl nicht der Fall. Aber es liegt wohl auch daran, dass man es mit einer gewissen Leidenschaft macht. Ne? Also wenn man natürlich da nur dasteht oder eben auch sitzt, wie in meinem Fall, wobei ich habe auch einen Stehtisch. Hin und wieder muss ich mich auch zu Webinaren hinstellen. Der Rücken schon halber, aber grundsätzlich, dass man da praktisch eben einfach auch seine Leidenschaft reinpackt. Bernd, was schmunzelst du schon wieder ums Eck? Nein, ich muss gerade über diverse, ich habe nachgedacht. Ach so. Gut, dann lassen wir dich mal in deinen Gedanken und bereite dich mal seelisch und moralisch vor, dass ich auf jeden Fall den Monitor gleich wechsle. Ich will euch nur noch kurz abschließen zum Genug der Blumen an der Stelle, aber danke auf jeden Fall, Bernd. Das hast du schon lange nicht mehr rausgehauen, aber freut mich, dass ich dich da immer noch unterhalten kann. Schlussendlich hier, wie beim S&P. Also, ich sag mal, das ist das Turn auf Mähne. Am Ende hier die 38er-Zone, schaut euch das an, das ist ein Cluster, Leute. Okay, das ist jetzt natürlich kein vorgemalter Chart gewesen, aber diese Widerstandslinie, die ich eben zum Support gezeichnet hatte, ist jetzt im Prinzip genau aufliegend auf dem 38er-Level. Und insofern darf gesagt werden, die Morphosis finde ich spannend. Jetzt gehen wir auch noch in andere Dialekte. Ja, geh her. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich muss jetzt echt, sorry. Bernd fällt vom Stuhl. Also pass auf. Ich muss mal kurz durchatmen. Okay, atme durch, Bernd, bevor es losgeht. Also am Ende des Tages, das ist die Morphosis, die hier spannende Indikation vorauswirft, wenn es nach oben geht. Ansonsten die Alternative, und das ist mit dem 38er Fibo-Level jetzt eine sehr schöne Kombination. Wenn nämlich hier die letzten Tiefs rausgenommen werden, habt die Saisonalität im Hinterkopf, dann kann es relativ zügig in dieses breite Unterstützungsband nochmal zurückgehen. Und dann wären wir hier zwischen dem 50er und 60er Fibo-Level. Und hier sollte dann die nächste Käuferschicht bereitstehen. Denn wenn das nicht gelingt, und jetzt mache ich mal einen blau gestrichelten Fall, um es nicht zu verwirrend darstellen zu lassen, weil das Worst Case ist ja praktisch bei mir oder der Plan B sozusagen, also das würde ich jetzt alles noch tolerieren hier, entweder direkt rauf oder ein Pullback. Man kann es nicht ausschließen, wenn die Märkte nochmal ein Stück weit zurücksetzen. Nur die Lichter gehen aus buchstäblich unter 18,75. Ja, also hier 18,50 würde ich mit Verlaub darauf spekulieren, dass die Aktie auf jeden Fall die Tiefs vom Jahresauftakt oder halt vielmehr zum Abschluss des letzten Jahres nochmals ansteuert. Und da sind wir dann sozusagen wieder auf Jahrzehnte beziehungsweise mehr Jahrestiefs. Und das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die Morphosis in sich trägt, wenn sie jetzt eher eben diese jüngste Erholung nicht weiter fortsetzt. Klarerweise ist hier vielleicht nochmal Schnäppchenzeig angesagt, denn ich scroll nochmal hier zurück in die 2006er, 7er Jahre, 2008er, seht ihr es an, die hat eine ewig lange Seitwärtsphase vollzogen und hat eben die Finanzmarktkrise auch erstaunlich gut überstanden. Das ist auch interessant, wenn man so Pharma- oder Biotech-Titel hat, die sich dann tatsächlich in solchen Phasen auch robust zeigen. Wenn wir hier zurückkommen, vielleicht auch die Chance auf einen Doppelboden, aber idealerweise sollte es gar nicht so weit kommen. Okay, jetzt mit dieser kleinen Verzögerung zum Start und den Tonproblemen bin ich doch mal gespannt, was der liebe Bernd sozusagen uns heute mitgebracht hat und verweise auch, wie vorhin nochmal, jetzt muss ich direkt nochmal auf unsere Website gehen, neben dem Dennis heute Abend, aber auch auf unser Webinar morgen 11 Uhr klarerweise, das Devisenradar, wie schon eine Instanz beim Livestream seit vielen, vielen Jahren haben wir hier auch unser Webinar, wo es auch rund um Devisen geht und Bernd unter Umständen hier auch nochmal ein Stück weit die Paare von heute bespricht, beziehungsweise morgen wird es dann auch speziell um Gold gehen. Bernd, hust, bist du soweit noch fit oder wie geht's dir, mein Freund? Bisschen trockener Hals gerade. Bernd ist gerade umgefallen, beziehungsweise hat sich jetzt doch ein bisschen verschluckt, glaube ich. Das war die Vorfreude, praktisch den Webinar-Stab zu erhalten und einzutauchen in die gegenwärtige Webinar-Action. Und wenn Bernd wieder da ist, hüste. Bernd, alles gut bei dir. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. Nee, Bernd hat gerade die Luft verloren. Du hast so viel gelacht, Bernd, das ist das Problem. Ja, du machst mich wahnsinnig, Chris. Ich merke es, Bernd. Es tut mir auch unglaublich leid, dass ich dich hier so,
so fordere an der Stelle. Aber zum Abschluss, wie gesagt, wenn es denn okay ist, kannst du gerne nochmal die Runde drehen auf eben ein, zwei Devisen, beziehungsweise vielleicht hast du auch noch die offene Aktie vom Seasonal Bull laufen. Lass uns einfach mal sehen, was du da hast. Aber auf jeden Fall, liebe Antje, auch vielen Dank für dein Feedback. Freut mich, dass du Freude an unserer Webinar-Reihe beziehungsweise unseren Webinaren hast. In jedem Fall das auch nochmal durch den Äther. Bernd, bist du jetzt bereit auf jeden Fall oder soll ich dir nochmal einen kleinen Rundumschwenk zum Goldpreis machen? Mach mal Goldpreis. Okay, trink mal was, Bernd. Mikrofon ausstellen, mal ein bisschen sauber husten. Oh, nur 2 Minuten. Ja. Jetzt habe ich den Bernd natürlich da tatsächlich in einer Phase erwischt, wo er so frohlockend lachend war, dass wir ihn da jetzt die Spucke aus dem Hals gezogen haben. Vielleicht im Vorfeld ein kleiner Hinweis noch auf einen interessanten Wert. Ich sprach gerade von Gold. Das würde ich mir dann wahrscheinlich doch für morgen aufheben. Ich möchte mal auf Platin verweisen, denn hier gab es wirklich massive Verluste zuletzt. Platin ja bei uns bei JFD seit einiger Zeit wieder handelbar. Wir hatten in früheren Zeiten ja auch Palladium dabei, Platin, aber wie das auch an den Märkten so ist, Angebot und Nachfrage sind entscheidend für die Preisstellung, aber auch für das Interesse der Marktteilnehmer und Palladium wurde schlichtweg nicht gehandelt. Hingegen Platin doch und Platin auch gerade sozusagen als Weißmetall neben Silber und Industriemetall sehr, sehr spannend. Und bei Platin war hier schön zu sehen, ich müsste jetzt auch mal die Kursquelle wechseln, damit wir mal längerfristige Daten bekommen. Nehmen wir die Arriva-Indikation. Wie gesagt, hier bei Stock 3, ihr seht hier, die Kerzen sehen ein bisschen anders aus. Deswegen schaut auch, mit wem ihr handelt, mit wem ihr sozusagen agiert. Und wir haben hier die Daten eingespielt, seit wir eben Platin bei uns wieder aufgenommen haben. Deswegen hat JFD zum Beispiel auch in der Kurshistorie keine Euro-Dollar-Kurse von 2007 oder 2008, weil es schlichtweg JFD damals noch nicht gab. Und man muss natürlich sehen, wo kommen die Kursdaten her und hin. Schlussendlich hier Platin als Edel- und Weißmetall historisch und ich muss auch Offenlegungspflicht beiwohnen. Ich bin in Platin tatsächlich investiert, beziehungsweise investiere auch in Platin, denn historisch ist es selten, dass Platin günstiger war als der Goldpreis, also wirklich im ganz großen Bild. Also Platin war ja sozusagen immer das, ihr kennt das ja, das Platin-Level ist noch über dem Gold-Level und Platin hat natürlich noch andere Elemente. Platin ist aber im Prinzip eben auch ein Metall für die Autoindustrie, Katalysatoren, aber eben auch nicht nur. Und ich finde, das wird so ein Stück weit mit irgendwie zu leichter Begründung immer abgedroschen, dass Platin nicht mehr gebraucht wird, genau wie der Palladium-Hype. Denn natürlich wird auch in Solaranlagen oder in anderen Techniken unserer modernen digitalisierten Hightech-Industrie entsprechendes Metall benötigt. Und Platin ist halt auch eine begrenzte Ressource. Und im Prinzip aufgrund des Preisverfalls stellen auch manche Minen eben auch dann die Förderung ein. Und das führt natürlich irgendwann wieder auch zu einem Nachfragedruck. Und das meines Erachtens ist historisch ganz spannend bei Platin. Hier eben die Niveaus, die wir jetzt aktuell sehen, als mögliche Entry-Chance zu erfassen. Wie gesagt, Platin hat sich tatsächlich unter den Goldpreis gesegelt, je Unze. Man darf gespannt sein, ob sich hier sozusagen der Schlagabtausch der führenden Metalle dann nochmal ergibt. Also Platin irgendwann jetzt dann mal über den Goldpreis hinauszieht. Der Goldpreis hat ja da noch mehrere Effekte, ist aber an der Stelle natürlich kein klassisches Edelmetall, obgleich in der Schmuck Industrie natürlich Platin auch gefragt ist, aber Gold rennt da natürlich allem den Rang ab. Deswegen hat Platin nichtsdestotrotz hier an der Stelle ein interessantes Level durchbrochen. Ergo für mich ein Kaufsignal. Das war hier, wir sind auf Tagesbasis unterwegs. Jetzt muss ich aber wieder mal unsere richtige Integration wählen, damit wir saubere Preisdaten haben. Nur, dass ihr seht, die 827, die habe ich nicht reingemalt, weil ich lustig drauf war, sondern weil wir hier Tiefs bzw. eine Bodenbildung im Sommerverlauf 22 hatten. Ja, und dieses Niveau ist jetzt aktuell eben meines Erachtens durch das Verkaufssignal aktiviert worden, hat aber nicht gereicht, es abzuholen. Und das ist interessant. Wir gehen auch mal hier auf die Saisonalität. Hey, lieber Horst, sei gegrüßt. Den Horst habe ich doch erst in Frankfurt gesehen, wenn ich mich recht erinnere, nicht wahr? Wir haben uns doch in Frankfurt sozusagen
die Hand geschüttelt. Ich will hoffen, du hast schon mal in das Buch reingelesen, was wir denn da auch verteilt haben, nur dass du das auch im Hinterköpfchen hast. Das ist da natürlich unsere, ja, wie sagt man so schön, unser Setup gibt, wo ich dann auch nochmal darauf hinweise, liebe Leute, wir haben ja nächsten Monat das Algo-Trading-Webinar, den Algo-Trading-Webinar-Workshop, der über 12 Monate geht. Auch da fühlt es euch noch abgeholt, da kommen noch genug Informationen, will aber an der Sache festhalten, dass wir hier, wie gesagt, neben Dennis heute Abend ein neues Programm aufgelegt, auch eine 12-monatige Webinar-Serie über Algo-Trading inklusive eines Buch-Sponsorships. Also ist einiges mehr gekommen. Gut, aber die Saisonalitätsfrage zu klären, relativ lame, ne? Also brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Palladium zeigt sich zum Jahresausklang wenig dynamisch, um nicht zu sagen lethargisch. Und das lässt natürlich eigentlich nicht wirklich drauf hoffen, dass hier der große Turnaround stattfindet, sondern Platin, und hier ist eben der Fakt, dass ich sage, mit dem Durchbruch haben wir ein Verkaufssignal aktiviert, das war auch hier die blaue Linie. Jetzt schrauben wir uns schon ein Stück weit an die 902 ran, also das ist praktisch das nächste Trigger-Level, was ich hier praktisch abgeleitet hatte. Diese Zone 887 und 902 Unterstützungsband. Wir sehen hier diesen Mehrfachboden. Jetzt haben wir aber ein neues Reaktionstief gemacht und erinnert euch an die Sequenz vom S&P 500 Index. Simple Markttechnik, also tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Hier wurde es dann spannend bei Palladium im Sommer. Es wurde aber ein leicht tieferes Tief gemacht, wieder zurückgelaufen und jetzt hat sich dann hier praktisch, ja, zu guter Letzt dann eben wieder ein neues Tief ergeben. Also die Abwärtssequenz hat sich praktisch weiter fortgesetzt. Und jetzt haben wir hier diesen Impuls, der entweder in Kürze wieder abdreht, um das noch ausstehende Level rauszunehmen. Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich fast so, dass Palladium hier nochmal eine Etage tiefer sozusagen abtaucht, um die 827 anzusteuern. Ich will fast drauf wetten, keine Anlageempfehlung, wie gesagt, ich bin ja eh investiert, aber hier könnte es noch zu neuen Tiefs kommen. Die grüne Lampe, das bullische Szenario geht meines Erachtens wirklich erst an, wenn wir hier das letzte Zwischenhoch rausnehmen, 942, 943 Dollar je Unze und auch hier dieser kurzfristige Abwärtstrend gebrochen wird. Solange das nicht passiert, da bleibt Platin, ich will mal Palladium sagen, Platin tatsächlich in einem angeschlagenen Fahrwasser. Und die kürzliche Erholungsbewegung kann man durchaus, gerade jetzt auf aktuellem Niveau im Widerstandsbereich, als mögliche Short-Sequenz sehen. Da die Saisonalität auch nicht positiv stützt, also wir hier diesen Cluster-Effekt als solches nicht haben, eher noch, ihr seht es, ab November abwärts gerichtet. Ja, ich meine, wenn man jetzt auf 36 Jahre geht, dann ist es ohnehin nur seitwärts, aber die letzten 10 sind in der Tat ein Stück weit bedenklich. Kurzfristig hoch und dann sehen wir zum Jahresausklang, also bis Mitte Dezember, da hat der ein oder andere wahrscheinlich eh seinen Desktop ausgestellt, dann eben doch leicht schwächer. Ja, das ist etwas, wo ich sage, gefällt mir jetzt unter Investment-Gesichtspunkten nicht sonderlich. Ja, jetzt bin ich halt mal durch alles geklickt, das haben wir. Aber natürlich komme ich auch dazu, Platin einzusammeln. Jetzt gerade auf physischer Sicht, Big Picture, Long Term. Und das muss jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, keine Handelsempfehlung. Unter Trading-Aspekten kann man aber eben auch hier seine physischen Bestände absichern. Wir arbeiten auch hier mit einem großen Edelmetallhändler aus Österreich zusammen, der tatsächlich bei uns, und da redet man nicht über kleine Gelder, sondern eben auch über wirklich großes Hedge-Volumen, der hier seine physischen Bestände auch bei uns im Haus absichert. Ja, durch eben entsprechende Trading-Aktivitäten. Und das kann man natürlich auch hervorragend machen, wenn man einerseits physische Bestände hält und der Preis eben negativ geht, günstig nachkaufen, beziehungsweise wenn man an eine Story glaubt, eben dann hier praktisch verbilligen. Das verbietet sich beim Trading. Beim Investieren ist es eine andere Geschichte, je nach Anlagehorizont, nach Aspekt des Anlageappetits und dergleichen. Kann man aber dann praktisch auch trotz des Investierens langfristig in eine fallende Sequenz hier aber auch dann entsprechend bestehende Position absichern, ja, oder eben auch gehebelt dann long wie short auf beiden Seiten spekulieren. Und das ist eben genau das Interessante. Jetzt sehe ich gerade vom Frank, der fragt tatsächlich, der liebe Frank, sei gegrüßt erstmal an der Stelle, ob ich in Rio Tinto noch investiert bin. Ja, tatsächlich. Wir können uns die Aktie gern mal anschauen. Wie gesagt, Morphosis
haben wir jetzt sozusagen behandelt. Rio Tinto für mich ein interessanter Wert, nach wie vor. Und auch hier sehe ich eher Big Picture Perspektiven. Hier damals den Ausbruch schön reingenommen. Das war genau dieses Level. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Chart drin. Aber das war sozusagen der Point of Contact, wo Rio Tinto mir ins Auge stach. Und es ist einfach eine interessante Zone. Hier, wie gesagt, auf Fundniveau. Der Punkt Rio Tinto auch hier, ähnlich wie Platin, nicht komplett durchgereicht bis zum eigentlichen Unterstützungslevel. Und hier jetzt aktuell in einer eher Seitwärtsphase gefangen. Also wie gesagt, bin tatsächlich noch investiert, jetzt nicht short, sondern als physische Aktien. Gab auch, weiß gar nicht genau, unlängst auch wieder eine gute Dividendenausschüttung. Das ist auch so ein Stück weit das Geschmäckle an dem Wert, weil wir sehen hier mit dem historischen Preisverlauf, wir sind in einem intakten Aufwärtstrend, der sich hier natürlich in einer größeren Konsolidierungsphase schon hingibt und unter Umständen könnte hier auch alles kippen. Das wäre meines Erachtens aber erst der Fall, wenn wir hier die 44 Pfund aufgeben, wenn wir hier wirklich durchsacken, also die Aktie am Ende des Tages deutlich ihren Trend verlässt. Und hier wird gerade gerungen. Ja, das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sage, hier ist noch nichts entschieden. Die Aktie kann auf jeden Fall weiter absacken, wenn das passiert unterhalb von rund 44 Pfund. Vorsicht, gerade wenn wir hier das Tief rausnehmen, was wir im Oktober 20 gesehen haben oder auch hier November 21. Also das ist ein kritisches Niveau. Aber wir sehen, sie hält sich jetzt gegenwärtig so ein Stück weit mittendrin auf. Unten Kritik hier oben oder kritisch für mich. Kritik, was ist das für ein Wort? Hier an der Stelle, um es aktuell abzuschließen, ich würde mal meinen, oberhalb von 53 Pfund wird es wieder spannend. Ja? Also die letzten Wochen hochs, wir sind hier im Wochenchart unterwegs, da müsste eigentlich die Aktie rausgehen. Wenn sie es wieder nicht schafft, hey, dann bleibt es ein Seitwärtslauf mit eben einer leichten Schlagseite. Ja, weil wenn wir hier sehen, der größere Trend, der war intakt und hier auch nochmal punktuell im Oktober letzten Jahres verteidigt. Seither, das war ein richtig schöner Pump für die Aktie. Gab aber auch sozusagen eine Dividendenkürzung und Rio Tinto da ein Stück weit in der Kritik. Aber ich meine, Rohstoffe sind zurzeit sicherlich keine schlechte Wahl. So, jetzt muss ich kurz auch mal meinen Hals messen, verzeiht. Ich glaube, Bernd wird sich heute abmelden. Er hat sicherlich da den buchstäblichen Frosch im Hals, beziehungsweise den hat es dann von dem Stuhl gehauen nach unserem kleinen illustren Austausch vor wenigen Minuten. Ich bitte das zu entschuldigen, würde aber darauf verweisen, dass der Bernd sicherlich morgen nochmal Gewehr bei Fuß steht, wie es so schön heißt, um dann hier beim Devisenradar-Webinar ab 11 sozusagen, ja, dann möglicherweise das, was er heute in petto hatte, nochmals vorzustellen. An der Stelle. Morgen bin ich wieder im Einsatz. Da ist er ja. Hey Bernd, kein Stress. Ich habe schon mitbekommen, deine Stimme ist da leicht in die Binsen gegangen. Ist mir ja auch unlängst schon mal bei einem Livestream passiert und das ist kein Spaß. Insofern atme da durch, wenn du da jetzt ein Stück weit nach Luft geschnappt hast. Chris, du kennst das seit 20 Jahren. Und wenn die Stimme weg ist, dann macht das keinen Spaß. Na, dann ist der buchstäbliche Frosch im Hals oder die Trockenheit Status quo. Und wie gesagt, leichte Erkältung, das hat's dir wie gesagt eh. Deswegen nehme ich da auch absolute Rücksicht und um Gottes Willen, du musst ja jetzt nicht zwangsläufig reingrätschen und hier sozusagen die Paare abspulen, wenn wir doch eh morgen unser nächstes Webinar, wo es dann auch im Fokus direkt um die Devisen geht, haben. Ja, also Bernd, danke an deiner Stelle. Aber Chris, du weißt doch, wie es ist. Wenn man in diesem Geschäft tätig ist, dann will man natürlich oder möchte man gerne jeden Tag partizipieren. Mein Gott, mir fehlen jetzt die Worte. Also teilnehmen an den Dings. Nein, wenn man angeschlagen ist, macht das keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Und da trifft man auch oftmals Fehlentscheidungen, aber es ist so. Also, das wollen wir nicht. Da gebe ich dir absolut recht, Bernd. Absolut richtig. Und gerade auch Traden ist auch ein guter Cluster-Hinweis, Leute. Bernd, wenn ich den Ball mal aufnehmen darf. Ja.
Gerade wenn du jetzt eben, weiß ich nicht, du hast deine Tagesroutinen, du hast deine Trading-Setups. Genau. Wenn man aber angeschlagen ist und ein bisschen den Schnupfen oder was auch immer hat, dann ist es tatsächlich so, wenn man es dann erzwingt, und das hast du gut gesagt, trifft man durchaus die falschen Entscheidungen. Und da sollte man lieber einerseits jetzt im Webinar auch nicht zwangsläufig da die Stimme überlasten, andererseits dann aber auch zwanghaft jetzt irgendwelche Trades versuchen abzusondern, weil da muss man ganz klar sagen, Leute, das ist es am Ende natürlich dann nicht wert. Und wie du richtigerweise gesagt hast, du triffst oder man trifft hier dann tatsächlich Fehlentscheidungen. Und das sollte man in jedem Falle vermeiden. Mann, so. besser hätte ich es nicht sagen können. Na, heute hast du mir aber wirklich den Blumenstrauß schon durch den Äther geworfen, lieber Bernd. Ich freue mich aber, dass du, wie gesagt, trotzdem Flagge gezeigt hast. Und wie gesagt, schön Tee trinken. Morgen schauen wir mal, wie es wird. Weil ich weiß, dass du eben zwei Pärchen mitgebracht hast, die du interessant findest und die auch besprochen gehören. Und insofern, ja, liebe Leute, würde ich sagen, wie vorhin schon dargestellt, wenn es euch heute Abend... Ja, bitte. Das Ganze nochmal im Nachgang, soll sich mal den US-Dollar-Yen anschauen. Ah, für morgen. Der ein oder andere Teilnehmer, wohlwissentlich hatte ich... US-Dollar-Yen, auf jeden Fall mega, mega interessantes Level. Okay, halten wir fest, Bernd. US-Dollar hatte ich auch bei mir fürs Devisenradar sozusagen schon mit auf meiner Screening-List. Heute gab es ja den Bitcoin zum Livestream. Deswegen morgen wahrscheinlich nicht US-Dollar, weil den heben wir uns auf jeden Fall für das Webinar auf. Ich höre jetzt auch gerade, lieber Bernd, meine Güte, wenn du noch da bist und gerade dabei, ihr strömt tatsächlich von verschiedenen Richtungen, sag ich mal, die Genesungsgrüße ein, sei es vom lieben Andreas aus dem Norden, der Horst, Antje, auch vielen lieben Dank, gute Besserung. Ich freue mich trotzdem, dass das Webinar euch gefallen hat. Wie gesagt, mit dem Tonbug am Anfang, what the hell. Komisch, aber wahr. Wir haben es aber doch noch aufgefangen. Und wie gesagt, Bernd, kein Stress. Wir sind on the floor und nächsten Monat gibt es das nächste Cluster-Webinar, dann zur richtigen Zeit, zur passenden Zeit und dann auch zur passenden Zeit. Ich danke für die vielen Antworten und Genesungswünsche. Wirst das brauchen, Bernd, damit du fit bist und auch fit bleibst. Insofern, wie gesagt, nächstes Mal dann auch wieder ein Stück weit mehr Aktien. Ich habe mich heute wirklich bei den ein, zwei Titeln da ein bisschen festgebissen und die Zeit ist schon wieder wie im Fluge vergangen. Also unglaublich. Will aber, wie gesagt, dennoch hoffen, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch jetzt noch einen grandiosen Tag. Wie gesagt, nachher 14 Uhr sitzt das Marder ist am Start. 18 Uhr reinschauen beim Link zum Dennis Gürtler. Bin gespannt, wie euch gefällt. Gebt mir da auch gerne mal ein Feedback, denn wie gesagt, hier ist es ein Relaunch früherer Aktivitäten und da würde mich da natürlich auch interessieren, wenn ihr denn heute Zeit habt, wie es euch gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, habt euch wohl, liebe Freunde des Handels und der Märkte. Bernd, gute Genesung in den Norden und ich drehe so langsam mal den Saft ab und würde mich dann auch nochmal dem Glas Wasser hingeben. Also, horido, Bernd, bis bald und Grüße in die Runde. Ich verabschiede mich auch und danke an die Runde. Ciao, ciao. Ciao, servus. JFT, just fair and direct.